So Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier in Fichtal. Wir haben es gerade mit vereinten Händen geschafft, den Hänger wieder. Ja, der ist bestimmt überladen. Herzlich willkommen zurück wieder auf der Fichtal mit Sascha. Wir haben es mit Mühe und Not geschafft, den Hänger wieder aufzustellen. Meinen Trecker derweil anzuhängen, denn sonst wird der Anhänger wieder umgekippt. Aber ja, jetzt müssen wir wieder die restlichen Ballen einsammeln. Jawohl, schaut schon mal nicht schlecht aus. Ich fahre ein Stückchen davor. Alter Schwede. Das klappt. Ja, das kannst du laut sagen, Leben am Limit. Eins, zwei, drei Ballen noch. Eins, zwei. Oh, zwei Ballen würde ich hier sagen, okay, geht sich leicht aus, aber mit drei? Schaut schon ein bisschen interessanter aus. Alter Schwede. Ich hoffe nur, dass es auch funktioniert, dass es meine Schafe annehmen. Siehst, gut, dass du sagst. Gras. Der aktuelle Preis für Gras, der Höchstpreis sind da jetzt ja, sind 152 Euro die 1000 Liter. Bist du mit dem Preis einverstanden? Ja, genau, 5 Millionen sicher. Warte mal, zweimal sind 15.000 mal die 152 wären 2.300 Euro. Für die Ballen, was ich jetzt mal selber abgeholt habe, die zwei. Das in Ordnung? Super. 2.300. Tag, hoffen, Geld überweisen. Warte mal, 2.300. Überweisen. Perfekt. Was habe ich unten? Einen Forstanhänger. Okay. Ich habe unten einen Forstanhänger stehen. Kannst du denn überhaupt dein Gewicht anhängen? Eben. Na gut, gehe ich dann selber holen. Hast du dir schon mal überlegt, wie das funktioniert, die wieder abzuladen? Out, hey. Du, ich will dir nichts sagen, aber der hat Autoballen-Modus. Jetzt zahle ich dir sicherlich nichts dafür, hey. Ich mag nichts leiden können. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Ja. Jetzt funktioniert. Na, Kacke. Ich habe schon so langsam gelenkt, wie es nur ging. Stehen bleiben! Ach, das sind. Hey, lad auf die zwei gleich. Also. Alter Schwede, ist das ein Scheiß. Ja, ist auch klar. Ja, was soll ich machen? Da unten hat mir keiner seinen Hof überlassen, außer dort oben. Laden starten. Doch. Oh. Jetzt hat er noch immer nicht oben, oder? Jawohl, jetzt hat er ihn oben. Jetzt ist er oben. Dafür bekommst du einen. Na, ah, doch, da haben wir's. Oh, herrlich. Und da ist ja noch einer oben. Es bleibt dir nur mehr einer übrig.
Das heißt, wir können abfahren. Was? Jetzt bleibt der Rutschgang an, ne? Der wird nicht umbleiben. Ja. Er wird da bleiben. Ja, genau. Mit Spank. Ja, genau. Fahr doch selber mit den rauf, ey. Denk du, was ist denn? Ach so, kannst nicht kennen. Und, jetzt, und, der bleibt nicht oben. Das ist super. Alter Schöne. Der Ball, der bleibt nicht lange oben. Alter, das nenne ich Leben am Limit. Oh, nein, und jetzt ist er unten. Ja, da schon. Alter Schwede. Mit dem machst du was mit, hey. Runter vom Gas, runter vom Gas. Oh. Puh. Aber bitte was? Nein! Ah. Ich komm nicht weiter. Ich komm nicht weiter. Schieb an. Schieb. Ah, ja. So geht das. Ah, ja. Warte. Ah, ja. Jo, ich muss immer noch vorbei. Ah, ich hasse das Brückenklatter. Katastrophe. Ich sag dir was, es ist. Ja, ich hoffe, dass es was hilft. Ja, ich weiß. Oh, ein Wahnsinn. Und der nächste Ball ist oben. Einer geht schon noch mittig, ja? Wahnsinn, 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 der Ball. Wahnsinn. Eine Spitze. Aber so etwas von instabil, wie der ist. Das ist ja Wahnsinn. Und 45. Selbst für der leichten Kurve ist es schon eine Katastrophe. Hey. Wie soll ich denn da oben dann bei mir überhaupt die Kurven schaffen? Keine Chance. Ja, 5 km/h maximal. Viel mehr geht nicht. Und vor allem, wie soll ich denn da zu meine Schafe raufkommen? Alter, was ist jetzt das Nächste? Na, du bleibst lieber hinten neben, ist sinnvoller. Seit wann haben Hecken Kollision? Oder was die Laterne, glaube ich, eher, gell? Aber es ist ja nicht mehr so weit.
Achtung, da vorne biege ich jetzt links ab, gell? Ich gehe schon runter vom Gas. Schnauze. 12 km/h, 10 km/h jetzt. Ah, CX, der geht ja alles. Das geht jetzt nicht gut aus. Das geht jetzt hier nicht gut aus. Au. So, und jetzt haben wir die Kacke am Dampfen. Oh, ist okay. Und jetzt legst du den Hemd dazu. Brauchen wir noch einen Trecker mit Frontlader? Lass die armen Bambis in Ruhe. Rechts, 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 rechts drauf. Danke. Achso, der steht ja auch da oben. Ja, brauchst du das? War mal interessant, ob er das jetzt annimmt oder nicht. Bis jetzt noch nicht. Ja, okay, hat noch nichts verbraucht, noch nicht. Die Schafe haben noch nichts gefressen. Klein vor groß. Ja, haha. Hey, seit wann geht der auf? Ja, wie jetzt? Weiß ja nicht mal, ob ich einen Ball da trage. Schaffe ich sicher nicht. Opa. So ist es. Was ist jetzt? Dreh dich doch. Nicht runter! Machen wir es halt von da. Aber das ist ja noch beschissen, das wird ja noch weniger funktionieren. Ey, auf! Guck mal, das funktioniert irgendwie nicht mehr. Aber ziehen kann er. Wo hängt er jetzt? Na, komm, 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 komm. Ein Stück noch, ein Stück noch. Yeah. So, da ist es mal da oben. Willst du mich verarschen? Wieso können Bauern so grausam sein? Vor allem untereinander. Kein Mitgefühl für die kleinen Landwirte. Was ist denn jetzt los? Ja, sieht man. Sag dir was.
nächste Investition oder das ist wirklich nochmal ein größerer Traktor. Dann gebe ich wieder zurück. Aber da passt mir das Lager um nicht mehr. Verdammt. Wäre mal interessant, einen Trecker abhängen, oder? Hauptsache. Na bitte. Weil jetzt kann ich wenigstens da mal umändern. Jetzt lasse ich halt den großen Trecker. Also na, jawohl. Könnte ich nicht. Könnte man. Vielleicht hänge ich alles um. Zumindest den Frontlader. Dann könnten wir umhängen. Licht will ich ganz einschalten. Hast du recht. Mit dem McCormick passe ich so gut wie nicht rein, der Dom, ja? Das ist mein Problem. Gewisse Meter schon, ja, aber nicht komplett. Sage weiter, kommst du auch nicht rein. Also. Ja, gewisse Stückzahl kommst du schon rein, ja. Aber doch nicht. Was? Hä? Hey! Was nicht alle wieder runter, hey? Dann kill ich die. Ey, bleib stehen, hör auf! Wir kommen denn nicht zusammen? Das reicht schon. Ausreichend. Super, wie sollen die Ballen jemals wieder bekommen? Okay, die bekomme ich von vorne. Das reicht schon. Stopp. Die lass so, wie sie sind. Ja, ja, ich höre dich. Okay, mit die zwei habe ich keine Probleme. Die schaffe ich von unten auch. Super, jetzt liegt er wieder unten, der Ballen. Super, Sascha. Oh, ich sag dir was, mit dem machst du es mit. Du könnten wir eventuell mal die anderen Ballen da noch, oder beziehungsweise den Hänger wieder raufbringen. Wäre das was? Weil sonst wird das nichts mehr. Vor allem so ewig herumspielen da oben. Platz wäre da immer genug. Fressen die überhaupt mal irgendwas davon oder nicht? Na, ja, hab schon mitbekommen. Das wird schwierig. Schwierig. Ja, super, hallo. So, Abmarsch nach unten. Glaubst du, kannst du den Anhänger schon aufstellen? Hm. Was ist? Also. Ja, fahr noch ein bisschen auf die Seite. Boah. Und die Deichsel, da ist sie. Warte ein bisschen, warte. Da hängst du an? Okay. So, jetzt haben wir das einmal. Nur mal die letzten Meter, Leute.
Und dann haben wir es doch endlich geschafft, nach 2,5 Folgen. Ja, denke mal nach 2,5 Folgen, eine Folge um die 20 Minuten. Ja, wir sind jetzt schon wieder auf 20 Minuten um, ja. So, und wie laden wir die jetzt ab? Ah, Kippe aufklappen. Hä? Ah! Okay, schon... Okay, sichtlich gewesen. Ja, warte mal. Muss ich dann... Ah, so geht das. Okay. Ja, ist kein Problem. Haut schon hin. Gut, aber wir haben es geschafft. Die Ballen sind am Hof. Die Schafe sind damit genug versorgt. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich gerne über ein Like freuen. Über ein kostenloses Abo freue ich mich umso mehr. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss.